Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema ist heute Herzklappenfehler, die Therapie im speziellen Fall der Herzklappenfehler. Ich darf ganz herzlich Herrn Dr. Alexander Wirth begrüßen. Herr Dr. Wirth ist Internist und Kardiologe an den Vidya-Kliniken und ein Spezialist für die Therapie von Herzklappenfehlern. Herr Dr. Wirth, was kann man denn heute machen bei diesen Herzklappenfehlern, die ja im Wesentlichen ältere Menschen betreffen? Ja, Herzklappenfehler. Da hat sich viel getan in den letzten 10 Jahren. Bis vor 10 Jahren ungefähr war das eine Domäne der Herzchirurgen. Das heißt, jeder Herzklappenfehler musste eigentlich, wenn er symptomatisch, also sozusagen mit Problemen behaftet war, behandelt werden vom Chirurgen durch einen Schnitt. Der Brustkorb musste geöffnet werden, die Herz-Lungen-Maschine musste auch angeschlossen werden und die Herzklappe wurde entweder ausgetauscht, durch eine Prothese ersetzt oder versucht, Klappenhalten zu operieren im Sinne einer rekonstruktiven Maßnahme. Heutzutage sind wir da ein ganzes Stück weiter. Wir können ganz viele Herzklappenfehler auf minimalinvasivem Wege behandeln. Das heißt, über einen Kathetereingriff. Katheter sind dünne Schläuche, die man in den Körper einführt. Und über so einen Katheter kann man heutzutage eine Herzklappe ersetzen. Sie haben da so verschiedene Dinge mitgebracht. Können Sie mal zeigen, wo an so einem Herz das gemacht wird und was sind das da für Dinge? Ja, also am Herzen sehen wir hier verschiedene Klappentypen. Es gibt die sogenannten Taschenklappen hier und hier. Und es gibt die sogenannten Segelklappen, die die Verbindung herstellen zwischen dem Herzvorhof und der Herzkammer. Die Taschenklappen, in der Regel ist es die Aortenklappe, sieht man hier. Das ist also die Hauptschlagader und diese Klappe kann man heutzutage über die Schlagader ersetzen. Und da kann man so eine Klappe zum Beispiel einsetzen. Die wird zusammengefaltet außerhalb des Körpers und wird dann durch den Katheter, also durch den Schlauch sozusagen hochgeschoben bis an die Stelle, wo die ursprüngliche Klappe sitzt. Und dann wird diese Prothese an der Stelle implantiert. Braucht man dazu eine Narkose? Wenn man diesen Eingriff über die Leiste machen kann, dann braucht der Patient keine Narkose dafür. In der Regel unter einer Stunde durchführen. Und das ist jetzt die Originalgröße einer solchen Klappe? Das wäre jetzt eine Originalgröße von so einer Klappe. Es gibt Klappen, die müssen mit dem Ballon geöffnet werden. Das wäre zum Beispiel so eine Klappe. Und es gibt Klappen, die werden zurück. Aber sie werden ja doch in dieser Größe nicht durch den Körper geführt. Die müssen ja zusammengefaltet sein. Die werden in zusammengefaltetem Zustand hochgeschoben durch die Hauptschlagader bis zum Herzen und dort werden sie dann entfaltet. Und das merkt der Patient nicht? Das merkt der Patient nicht. In den Blutgefäßen hat der Mensch keine Nerven und dementsprechend spürt man da nichts. Wie sind denn die Ergebnisse bei diesen Klappenimplantationen? Dieses Verfahren, das sogenannte TAVI-Verfahren, wenn wir jetzt über die Aortenklappe sprechen, ist ein Verfahren, was sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Und mittlerweile sind die Zahlen von diesen Klappenersätzen per Katheter, haben die chirurgischen Klappenersatzverfahren überholt. Sie haben ja jetzt eine Klappe genannt und es ist ja noch eine zweite Klappe, die Sie erwähnt haben. Das ist diese zur Klappe da zwischen der linken Hauptkammer und der linken Vorkammer, die Mitralklappe. Wie wird denn die behandelt? Wie kann man die behandeln? Bei der Mitralklappe ist es so, dass die Mitralklappe im Gegensatz zur Aortenklappe häufig undicht wird. Also nicht eine Verengung vorliegt, sondern eine Undichtigkeit. Diese Klappe hat zwei Segel, die immer öffnen und schließen, wie also eine Schwingtür. Und diese Segel weichen auseinander und dadurch kommt es zu einer Undichtigkeit. Und jetzt war die Idee, wie kann man das behandeln? Und da kam man auf den Trick sozusagen, diese Klappe zusammenzuheften mit einer kleinen Klammer. Also wie so ein Tacker beim Papier zusammentackern. Ganz genau, ganz genau. Und auch diese Klammer kann man über die Leiste, diesmal über die Vene einführen und hochführen zum Herzen. Und dann wird diese Klappe mit diesem Clip, den ich hier auch mal mitgebracht habe, zusammengeheftet. Dieser Clip ist entfaltbar und kann dann in den Körper eingeführt werden, zusammengeführt. Dann wird die Klappe eingefangen und zum Schluss wird der Clip geschlossen und abgelöst. Und das funktioniert gut? Und das funktioniert gut und das funktioniert vor allen Dingen ohne Herz-Lungen-Maschine am schlagenden Herzen. Ohne Narkose?
In diesem Fall häufig mit einer Narkose. Im Gegensatz zu dem anderen Verfahren verzichten wir hier auf die Narkose nicht. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass wir auch eine Ultraschalluntersuchung über die Speiseröhre zeitgleich durchführen müssen. Herr Dr. Wirth, das war hochspannend, aber die Zeit ist leider um. Vielen Dank, Sie haben uns ganz tolle Sachen mitgeteilt. Wunderbar, und ich glaube, das hilft unseren Zuschauern und den Patienten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund.